Oh Mann, hier. Der Mann, was der all kann, hier. Ei, gute Kapelutti. Wie geht's, du alter Fernsehmann, hier? Ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, dass im Moment ein totaler Männlichkeitswahn bei uns ausgebrochen ist, hä? Doch? Ah ja, guck doch mal, da haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft, hä? Da spielen lauter Männer in Mannschaften. Eigentlich müsste es ja beim Frauenfußball dann auch Frauschaften heißen, aber egal, hä? Fußball ist halt ein Männersport, hä? Da guck doch mal, da gibt's einen Tormann, einen freien Mann, ein Geischemann, ein Hinnermann, ein Hammermann, der Kommentar gibt's vom Klinsmann und der Schiri ist meistens ein Blödmann. Ja? Oder der Boxkampf, ne? Luis gegen Tyson, Muskelmann gegen Muskelmann. Und der Tyson, der hat erst einen starken Mann gemimt und noch ein paar Fratzenhämmer hat er gezappelt wie ein Hampelmann und dann hat's ihn gerissen und er war nur noch ein Flachmann. Ja? Oder die Formel 1, ach, alles nur Männer. Und der Schuhmacher ist der ewige Vordermann, weil die anderen all fahren wie Weihnachtsmänner. Oder der Walzer, der schickt dem Reich Ranitzky in sein Buch der Sensemann. Oder der Zirkus zwischen Möllemann und dem Friedmann. Der eine spielt der Saubermann und der andere der Ehrlichmann. Du wärst denn doch zum Herrschmann. Ich glaube, von denen ist so mancher Millmann mal zum Medizinmann. Und der Schröder, unser Dressmann. Der hockt Angst vorm schwarzen Mann, weil der bayerische Steuermann avanciert zum Frontmann. Ne? Und in Frankfurt kommt als Feuerwehrmann zur Krönung auch noch der Reimann. Ne? Ich muss ehrlich sagen, so langsam hängen mir die Männer zum Hals raus. Ich hab genug, egal ob Supermann oder Heinzelmann, ich stehe mehr auf Butzemann. Ich will endlich mal wieder Weiber her. Weiber, wo sind die Weiber? Weiber!